herzlich willkommen bei der Weltpremiere hier live in Berlin am Potsdamer Platz von Kein Ohrhase und Zwei Ohrküken. Und ich freue mich wie ein Küken. Ich bin total aufgeregt, habe den Film noch nicht gesehen und kann es kaum erwarten. Vor allen Dingen heute in 3D. Super schön, aufregend. Ja, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Till hat mir da sehr viel Freiheiten gelassen und insofern, ich glaube, es ist ganz schön geworden. Es ist immer blöd, das über sich selber zu sagen, aber irgendwie, ich musste auch ein bisschen lachen. Es ist wirklich was ganz, ganz, ganz Tolles geworden. Und da braucht man schon eine Menge Ausdauer, um so ein Projekt zu stemmen. Also was die Maya da, also das finde ich schon extrem beeindruckend. Wir freuen uns unheimlich, den Film jetzt halt wirklich mal vor dem großen Publikum mit Kindern zu sehen, weil wir arbeiten ja jetzt schon ja, 2 bis 3 Jahre da dran, dann immer im geschlossenen Kreis und von daher ist es einfach ein tolles Gefühl. Weil er wahnsinnig süß ist, weil er eine ganz liebe, gute Botschaft hat und weil er auch für Erwachsene sehr lustig ist. Weil es einfach ein richtig toller Kinderfilm ist, der sehr lustig ist und der wirklich Spaß macht. Für die ganze Familie. Danke. Ich wollte es doch nur streicheln. Ich glaub's ja nicht. Ein Zwei-Ohr-Küken? Auf die Bühne möchte ich gerne auch holen. Den wichtigsten Mann, ohne den es diese Figuren gar nicht geben würde, nämlich den Vater vom Keinohrhasen und vom Küken, Til Schweiger. Ich muss die Schauspieler auf die Bühne bitten, die also die Stimmen gegeben haben für die Figuren. Rick Kavanian, Matthias Schweighöfer. Unsere Hauptdarstellerin Emma Schweiger. Wir werden uns jetzt noch hervorragend amüsieren auf dem Kinderfest. Also ich fand es sehr gut. Also eigentlich war jedes alles lustig. Doch war witzig. Und auch mal was anderes mit diesen 3D-Brillen. Ja, das Küken war einfach süß und der Hase, der war ganz lustig.